Moin Leute und willkommen zurück zu Borderlands 3 mit Schnorrer und Fubar. Moin. So. Gehen wir weiter das Familienjuwel jagen, oder? Nö, ich bleib halt hier. Nee, nee, du bleibst hier. Gleich. Aus Sicherheitsgründen. Ja, und weil ich keinen Bock hab. Achso. Er hat keinen Bock. Ich Oh, ich glaube, hab er grad hat einen keinen Gegner gesehen. Irgendwann stand doch eben Bock. da. Hier links. Aber wieso, wo sehe ich denn da was? Na, hier unten sind doch Gegner. Ach, da. Ah. Was ist los mit dir? Ich bin einfach nur fertig. Können wir jetzt hier einfach runterjumpen? Ich denke mal. Hier ist auf jeden Fall eine Truhe. Man, die Rinden natürlich nicht. Aber durchs Wasser laufen ist ja immer so gefährlich. Ja. Und in der Höhle ist was versteckt. Ich wusste es. Welche Höhle? Hinter dem Wasserfall. Und die Truhe hier oben. Wann hast du das denn die, gegessen? Hattest du keine Lust? Hab ich nicht gesehen. Ah, es ist bloß wieder so ein blödes Symbol. Wo ist denn hier eine Höhle? Hinter dem Wasserfall immer noch. Der ist so weit da oben, oder nicht? Ein ich Wasserfall kann diese geht runter. Zerstören durch ja, aber ich Licht. Weiß jetzt nicht, wo du hier rein bist. Ich bin ganz unten. Ganz unten. Sicher? Das sah so aus, als wenn du fast bei mir oben bist. Oh, hier ist ein Klepp versteckt. Ah. Ach, hier rein. Der Kerl hat so weh getanzt, dass er von der Kante gestürzt ist. Was hat diese Tragödie noch verursacht? Eine Pogi-Pogi-TV-Festplatte? Ich musste eine ein bisschen komisch aus, ja. Das macht sie so besonders. Ich bin ein Wegbereiter. Und das Tier wolltest du nicht kaputt machen? Ich wollte dir auch mal was überlassen. Kannst du auch mal was tun hier. Hier geht's aber noch höher, ne? Das hast du schon angeklickt hier, ne? Das war der Klapptrap, ne? Ja. Das ist ja interessant. So, hast du Balex schon gefunden? Er ist ja gleich hier. Ja. Ja, aber ich stecke gerade mitten in was drin. Töte und den Tyrann. Oh, da kommt er. Dinosaurier. Achtung. Töte ihn, komm schon mal los, töte muss man den nicht schon mal töten? Oder war das? Das war ein anderer. Komm und heb mich auf. Ich glaube fast, das liegt an der Aufnahme mit dem Verpixelten. Hey, oder so unscharfen. Wieso echt? Suchst du überhaupt das Familienjuwel? Mir zumindest nicht. Ich dort achte ist so drauf. Ja, du deine FPS begrenzen? Habe ich ja. Achso, ne, ich habe komischerweise hier die nicht begrenzt anscheinend. Zeig ich dir, wo das Juwel ist. Ganz in der Nähe in einer Schlucht. Ich kann dich reinbringen. Kommen wir jetzt hier durch, oder? Navigiert, Baby. Oh. Geht auf. Achtung, es geht auf. Da gibt's bestimmt Gegner. Wrack des Familienduells, Juwels, Bereich entdeckt. Das Juwel scheint etwas reparaturbedürftig. Tja, ich musste eine Notlandung machen, da ich eine Meinungsverschiedenheit mit meiner Kampf-KI Genevieve hatte. Eine Meuterei also? Klingt besser als desaströse Trennung. Belassen wir es dabei. Die Notfallluke da drüben wird über Hydraulikleitungen gesteuert. Schneide sie durch und wir sind drin. Zusammen mit dir das können ist das Familienjuwel nichts zurückholen. Genevieve hat es gut gesichert, aber ich kenne alle Hintereingänge. Praktisch einen Navigator dabei zu haben, was? Hier sieht's doch eigentlich auch so aus, als wenn es hier noch hochgeht. Ja, die Dinger klemmen so gut wie immer. Hau einfach feste drauf. Unsichtbare Mauer. Haust du schon drauf? Ach so, ich dachte gegen die Tür. Oh hey. Nein, die Ratchets sind zurück. Ich dachte, die hätte ich erledigt.
Durchtrenn die Hydraulikleitung. Wieso bin ich denn jetzt so übel weit nach hinten gespawnt? Jetzt gehört das Schlüsselfragment uns. Hey, da, hier sind so eine kleinen Pissviecher. What the fuck? Ist immer noch ein was. Oder hast du gerade geschossen? Ich auf jeden Fall Schaden bekommen. Du wurdest gerade zurückgehen. Ja. Sieht zwar nicht mehr so aus, aber das war mal ein verdammt geiles Schiff. Schade wegen dem Absturz. Nee, da wollte ich noch nicht ranklicken. Das nehme wohl besser ich. Ich klick mal an, ja. Öffne die Tür. Du süßer kleiner Idiot. Was machst du denn hier? Hab ich dich nicht in einem Kinderspielzeug installiert und weggeworfen? Klappe, Genevieve. Ich habe Unterstützung dabei. Wir wollen das Schlüsselfragment. Ich weiß, dass du es im Sicherheitsbereich versteckt hast. Tut mir leid. Das ist schon fest versprochen. Aurelia meinte, sie kauft mir ein Schlachtschiff, wenn ich es zurückbringe. Keine Chance. Nicht, wenn wir zuerst da sind. Wir schnappen uns das Fragment. Ja klar, komm ruhig rein. Und was willst du tun? Mich zu Tode navigieren? Nimm Kurs auf deinen Arsch. Nimm Kurs auf deinen Arsch. Ich kann nicht mehr als navigieren. Kammerjäger, geh durch das Lazarett. Mist, jetzt habe ich schon wieder navigiert. Ja, ab in den Kampf. Und wo sind hier wieder Gegner? Ist ihm egal. Ist ihm einfach egal. Na, ihr kümmert euch doch. Ein weiterer ist verstummt. Mann. Jetzt musste ich hier sogar einen töten, ey. Ist ja wohl eine Frechheit. Ist ja nicht mal getroffen. So. Denn viel hat das. Da waren zwei, macht nichts. Kleiner Nebeneffekt von unsauberem Navigieren, Baylets. Du hast uns zu einem schmutzigen Hafen gebracht und ihn nicht geprüft. Jetzt haben wir ein Schiff. Hinter uns kommt noch ein Freund. Du hast mich in einen Teddybär gestopft. Alle da. Ich glaube, mein Rucksack ist voll. Ich hätte mal noch verkaufen sollen. Wollte ich gerade auf deinen Vieh schießen. Warum habe ich denn jetzt so ein gelbes Zeug hier um mich? Weiß ich nicht, ist angekotzt. Achso, das kann sein, ja. Kotzen die hierher? Die spucken irgendwas. Brüll. Ist ja eklig. Na, wie fühlt sich dein letzter Atemzug an? Jetzt wurde ich wieder angespuckt, jetzt zeigt das Gelbe nicht um mich drum. Das war eine gute Jagd. Ist er unter uns, oder? Sehr komisch. Hast du hier mal so einen Verkaufsschrank? Die werde ich nicht für dich öffnen. Mm-mm. Ich bin zwar nur eine herzlose Kampf-KI, aber sind verschlossene Türen schwieriger zu navigieren? Sie greift in meine Route ein. So geht das nicht. Route? Wir müssen improvisieren. Ein Kurzschluss. Genau, oder? Nimm die Kabel da. Die Kabel da. Na klar. Mist. In den Echo-Shows läuft das immer anders. Ach, du bist doch noch down. Naja, das hat mir einen Elektroschock gegeben. Ach, dein Vieh hebt dich jetzt auf, ja? Ja, ich hab den Elektroschock auch abbekommen, bin ja auch fast tot. Also dein Vieh hebt jetzt auf, ja? Mhm. Das ist aber gut. Was hast du denn da erschnüffelt? Wenn wir, wenn dein Vieh dich aufhebt und ich, dann geht das schneller mit dem Aufheben. So, ich muss mal gucken, ob ich hier... Rufe medizinische
und was wegwerfen kann eigentlich. Ich bin der Navigator. Fehler! Einheit Belex! Als blöder Idiot, der es nicht bringt! Geh mal raus hier. Ja, den Ausdruck kenne ich. Das hat Genevieve gemacht. Ich glaube, ich kann es umgehen. Kammerjäger, schlag dem Narren den Kopf ab. Fehler! Ja, warum bist du schon zurückgelaufen? Und jetzt installiere mich auf dem Bot. Na, wegen dem Rettungsbot. Achso, sollten wir verfolgen. So. Ich bin drin. Ich lebe! Ups. Weiß er, dass er keine Beine hat? Oh Mann! Oh, ist das toll, sich zu bewegen! Das ist ja richtig toll. Ich habe Arme. Und für was ist das hier? Navigiert, ihr Luschen. Hier lang, Kammerjäger. Wir müssen zum Sicherheitsbereich, um das Schlüsselfragment zu finden. Wo ist er denn hin? Belex, eine interessante Bezeichnung. Oh ja, ja, ja. Das steht für binäre, automatisierte Logistik. Ja, okay. Der alte Jacobs konnte sich nicht zwischen Barry und Alex entscheiden. Also Belex. Nicht die coolste Erklärung, ich weiß. Meine 512 Zeichen lange alphanumerische Bezeichnung hat keine Bedeutung, aber ich habe sie aus Zeitgründen zu Flag abgekürzt. Oh Mann, na, wir haben alle mehr Glück als Genevieve. Das ergibt nicht mal numerisch Sinn. Oh, da sind Unfo-Schränke, ich sehe sie. Über uns, ja. So ein Mist! Teddy! Teddy! Wen? Oh, da sind noch mehr. Dahin, wo du hergekommen bist. Ich habe Dinge gesehen. Oh, da kommen richtig viele noch. Scheiße, ich bin irgendwo runtergefallen. Echt? Da sind welche, die kriegen, glaube ich, keinen Schaden, oder? Na, die Roboter. Wie komm ich hier wieder raus? Da kommen so viele Kleine. Ach so. Blut vergießen! Chaos! Da unten ist übrigens eine Waffenkiste. Wo bist du? Hier bist du runtergefallen. Ja gut, plus weiß und grün. Ich brauche einen Schrank. Einen Schrank. Macht er jetzt hier auf oder nicht? Wir nähern uns dem Sicherheitsbereich. Er ist gleich hinter. Mist, ich navigiere schon wieder. Weißt du was? Du findest ihn selbst. Was? Ah, jetzt hat er keinen Bock mehr. Vor allem da, wo die Türen aufgehen, hätten wir es ja so oder so immer gefunden, ne? Weil es gibt ja immer nur einen Weg. Mal bestimmt gleich zu den Schränken. Ja, naja, ist noch eins höher, glaube ich. Ja, stimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass hier wieder so eine Art Arena oder so vielleicht gibt mit so einem Bossi-Boss-Boss. Vermutlich. Da ist die Tür zum Sicherheitsbereich und Genevieve hat sie verbarrikadiert. Hier komme ich mit meiner Sanitäterbot-Freigabe nicht weiter. Na toll. Na toll. Oh, Security! Da steht ein niedlicher kleiner Verbrecher-Idiot vor der Tür. Bitte zerleg ihn. Langsam. Ich bin nicht niedlich. Verteidige Barnix. Abschaltung! Frischer Tod für alle! So.
Service-Roboter. So muss das sein, Kammerjäger. Du bist ein echtes Naturtalent. Also, durch die Tür kommen wir nicht. Aber ich kenne einen Schleichweg. Gehen wir durch den Frachteingang. Natürlich, natürlich. Okay, ich übernehme die Tür. Müssen wir aufpassen, er übernimmt die Tür. Hier durch. Oh, noch mehr. Ja. Aufmerksam, wie wir das gleich gespottet haben, ja. Junge, Junge, Junge. Schon geisteskrank da. Rennt der mir jetzt hinterher, oder? Sieht so aus. Noch was um der Ecke, genau. Hier ist nichts. Du stehst im Weg, Junge. Oh. So, man öffne uns die Tür. Ah, Mist, mehr Bots. Mehr Bots? Oh ja, da hinten. Wo denn? Ein klägliches Leben. Ein passender Tod. Hammer! Den Trotteln haben wir es gezeigt. Alle kaputt, wa? Alle kaputt. Das Schlüsselfragment sollte in dieser Sicherheitszelle sein. Pass auf meinen Arsch auf, während ich die Türsteuerung navigiere. Ich hatte viel freie Zeit seit unserer Bruchlandung bei Lex. Wusstest du, dass die Jabba hier eine eigene Sprache nur für die Paarung haben? Die sind echt romantisch. Ja, ja, ich war nie gut in sowas. Reib's mir nicht unter die Nase. Willst du was davon hören? Es ist wirklich schön. Das ist wunderschön, oder? Die haben dich da aufgenommen und Spielpark, krass. Ja, Hammer, oder? Die kommen ja irgendwie von oben, oder? Da ist auch ein Loch. Da ist ein Loch. Ein unvergessliches Gemälde. Ich bringe ein paar Geschütze online. Geht's ihm noch gut? Ich blockiere das Loch, aber es kommen immer mehr! Genau das haben die Jabba gesagt! Halt die Klappe! Da geht ja doch ein Sack, ey. Ja. Wo ist noch einer oben? Ah, da kommt noch mehr. Wir jetzt hier noch was klicken oder so? Nö. Immer noch einer da oben. Da liegt doch lauter Kohle jetzt. So, also ein bisschen triffst jetzt da runter, ich hab. Deine Schwäche wurde zur Kenntnis genommen. Jetzt kommt noch mehr. Ist hier ein Timer oder so? Nee, nee. Nö. Das war echt unangenehm. Komm zurück. Ich hab die Zelle. Ich komm zurück. Jetzt das Loch zu. Die ganze Kohle, ey.
Ja, da kommen wir doch nochmal hoch, oder nicht? Vielleicht. Aber so, wenn erst in der nächsten Folge. In der nächsten Folge? Erst, ja. Ja, dann Spitze, bedanke mich. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.